So, ich will mal versuchen, euch vor Augen zu führen, wie einfach es ist, mit unser Portal zurechtzukommen. Ich öffne jetzt ganz einfach mal einen Browser. Es ist dabei egal, welchen ihr öffnet. Wir fangen an mit der Startseite auf unserportal.net, sprich also mit unserer sogenannten Hauptstartseite. Im Normalfall taucht dann als allererstes diese Seite auf. Ihr seht schon ganz oben unser Portal, darunter das Logo von der Seite. Und dann kommt ein bisschen Text, auch mit dem Datenschutzhinweis, mit dem Impressum, mit dem Disclaimer. Und als nächstes kommt dann das aktuelle Titelbild, was unter Umständen auch nicht unbedingt aus Deutschland ist, nicht unbedingt aus Düsseldorf, sondern irgendwo aus unseren Bereichen. Ein Foto, welches uns von einem unserer User zugeschickt wurde. Wenn ihr dieses Bild anklickt, kommt ihr direkt in die aktuellen Neuigkeiten. Ganz egal, ob ihr registriert seid oder nicht. Das ist also total unerheblich. Auch Gäste kommen also direkt auf die aktuellen Neuigkeiten, die für alle angezeigt werden. Ihr seht dann auch in den Neuigkeiten die Überschriften von der jeweiligen Neuigkeit. Ihr seht, wie viele Zugriffe auf diese Neuigkeit aktuell an diesem Tag schon gewesen sind. Und ihr seht, wer der Verfasser von der Neuigkeit ist. In meisten Fällen natürlich entweder Sonja oder ich. Kann natürlich auch mal sein, dass irgendeiner von den Usern was geschrieben hat. Das seht ihr dann auf der rechten Seite. Wenn man registrierter User ist, wenn man also mit seinem Login das sich angemeldet hat, dann kann man auch den Usernamen anklicken, sieht auch dann die Profilinformationen. Als Gast kann man das nicht. Gut, klickt man auf die jeweilige Überschrift, kommt man dann in den jeweiligen Beitrag hinein, kann dort weitere Informationen nachlesen. So, wieder zurück zur Hauptstartseite. Also wie gesagt, ihr habt es gerade gemerkt, wenn man auf das Titelbild klickt, öffnet sich ein Zusatzfenster, in dem dann die Informationen angezeigt werden. So kann man also hier oben wunderbar immer hin und her schalten, wenn man das möchte am Rechner. Im Handy sieht das etwas anders aus, weil dann hat man dann zwei Seiten hintereinander stehen. Scrollt man auf der Hauptstartseite ein Stückchen weiter runter, dann kommt man hier auf den Bereich, wo man zwischen Facebook, Instagram, Twitter und auch in der Bildergalerie Flickr oder in unserer eigenen Galerie hin und her schalten kann. Klickt man auf Facebook, kommt man natürlich bei Facebook auf unser Portal Facebook, also unseren Bereich, den wir in Facebook haben. Das passiert übrigens in jeder Startseite, die wir haben, auch in den Bundesländern. Die haben ja jeweils eigene Startseiten, dann kommt man dann in die Facebook-Seite von dem Bundesland. Hier bei uns kommt man zum Beispiel auf diesen Bereich. Zum Beispiel würde man dann hier in die Unser Portal Facebook-Seite reinkommen. Wenn man also nicht angemeldet ist im Facebook, dann kommt man hier hin und dann kommt natürlich von Facebook dieser ganze Kladderadatsch, sofern man nicht in Facebook angemeldet ist. Dann kommt ja hier die Aufforderung, von wegen, man soll sich bitte ein Konto machen und so weiter und so fort. Okay, gehen wir wieder raus. So, zurück zur Hauptstartseite, ein bisschen weiter runter. Hier kann man zum Beispiel in der Hauptstartseite sehen, links zum Beispiel hier der Kapuzenmann, da ist normalerweise das Kamerabild von meinem Arbeitsplatz. Da kann man sehen, ob ich im Moment am Arbeitsplatz sitze. Rechte Hand davon sieht man, ob Sonja an ihrem Arbeitsplatz ist. Wenn die Pausenbilder an sind, heißt das, dass derjenige von uns beiden nicht am Arbeitsplatz ist.
Im Moment habe ich zum Beispiel meine Kamera ausgeschaltet und Sonja macht momentan ihre Siesta. So, hier unten drunter kommen dann die entsprechenden Restauranttipps oder irgendwelche anderen Informationen, die wir also selber auch geschrieben haben. Unten drunter kommen dann zum Beispiel die direkten Zugriffe auf die Ortsbereiche in Düsseldorf, hier zum Beispiel nach Benrath oder nach Derendorf, beziehungsweise zu uns nach Mörsenbroch. Da kommt man also direkt in die Ortsteile von Düsseldorf, wenn man da draufklickt. Mit aktuellen Informationen, sofern da welche drin sind. Das ist zum Beispiel die Livecam hier von Düsseldorf im Bereich Landtag. Das ist also nicht eine Livecam von uns, sondern das ist die Livecam, die am Düsseldorfer Landtag montiert ist. Und da kann man auch immer live sehen, wie es dort aktuell aussieht. Ich glaube, die wird alle 2 Minuten aktualisiert. Und dann sieht man dann auch immer das aktuelle Bild, wie das Wetter in Düsseldorf ist. Stückchen weiter runter kommt man dann zum Beispiel zu den Emblemen von Moni und Hagen Hordi aus Dorox Costa. Die haben ja mittlerweile eine eigene User-Seite in unser Portal. Wenn man da draufklickt, kommt man zum Beispiel zu der Seite von den beiden. Hier ist zum Beispiel das Logo von Roswitha. Wenn man da draufklickt, kommt man zur Seite von Roswitha. Hier ist zum Beispiel die Seite von Barbara aus Frankfurt, die ja wunderschöne Fotos in Frankfurt immer aufnimmt. Mittlerweile hat ja Barbara auch eine eigene Flickr-Seite, wo sie ihre Fotos reinstellt. Das macht sie übrigens selber. Das mache ich also nicht mehr. Sondern sie selber ist mittlerweile so weit, dass sie einen eigenen Bereich in Flickr betreibt. Und hier ist vom Horst die User-Seite erreichbar. Wenn man da draufklickt, dann kommt man zu seinen Bildern, die er aufgenommen hat. Und jetzt kommt hier der Kalender von EU-Termine. Hier sind also aktuelle Terminhinweise, die nicht nur den Nando betreffen, sondern auch EU-Termine innerhalb von Deutschland in den Bundesländern, die uns bekannt werden, die wir dann in den EU-Terminkalender eintragen. Da kann man übrigens in dem Terminkalender kann man blättern. Ja, da kann man also, wenn man mit der Maus drauf geht, das geht auch am Handy, kann man also weiter runterblättern, dann sieht man, welche Termine demnächst kommen. Oder man klickt wieder hier oben auf heute, dann steht der aktuelle Tag hier oben angezeigt. Die Termine sind einzeln anklickbar, dann kommt man zu den Details des jeweiligen Termins, da kann man nachlesen, um was geht's denn bei dem jeweiligen Termin. Man kann auch eine Wochenansicht aufrufen oder eine Monatsansicht. Dann sieht man, was den ganzen Monat los ist. Man kann natürlich auch in den Monaten jeweils vorwärts oder rückwärts blättern, um eben im ganzen Jahr hin und her oder vor und zurück sich die ganzen Termine anzuschauen, die also auf uns zukommen. So, und in der Terminübersicht sieht man wieder, so wie es vorher gewesen ist. Scrollt man noch weiter runter, dann sieht man hier unten das Wetter in Mörsenbroch. Natürlich auf unserer Hauptstadtseite, wir leben oder wir wohnen ja nun mal in Mörsenbroch. Ein Stückchen weiter runter kommen zum Beispiel die aktuellen Lebensmittelwarnungen, zum Beispiel für Rückrufe bei irgendwelchen Lebensmitteln, die in Deutschland zurückgerufen werden. Die werden aber direkt von lebensmittel.de eingegeben und tauchen bei uns auf der Seite immer aktualisiert auf. Hier kann man auch durchblättern, braucht man nur mit der Maus drauf zu gehen oder eben beim Handy dann mit dem Finger vor und rückwärts scrollen innerhalb von dieser Anzeige. Stückchen weiter runter kommt man hier, wenn man auf das Ortsschild klickt, kommt man nach Kassel. Oder noch weiter runter scrollen, dann kommt man hier nach Torrox bzw. Torrox Costa. Und was ganz wichtig ist, wer Lust hat, gerade nicht vor Ort ist, der kann hier auch live nach Torrox blicken. Einfach nur auf das kleine Kamerabildchen draufklicken,
Dann kommt man hier in die Erklärungen, wie das funktioniert mit der Kamera. Und wenn man auf den Link draufklickt, dann kann man sich direkt ein Bild vor Ort anschauen. Und zwar Ortsmitte, Torrox Costa. Ihr alle kennt das Bild. Und schon ist man mehr oder weniger virtuell in Torrox Costa. So schön sieht das da aus im Moment. So, Kamera wieder zu. Das auch wieder zu. Zurück auf die Startseite. Und wenn man hier zum Beispiel, im Moment ist es ein buntes Bild, hat einen ganz einfachen Grund, weil die Kamera am Strand war bisher nicht erreichbar. Die ist seit ein paar Tagen irgendwie ausgefallen. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch keine Meldung darüber, warum das so ist. Tja, und ein Stückchen weiter drunter, unterhalb von der Kamera, da sieht man, was ist aktuell in Torrox, im Pueblo angesagt für Termine. Und rechts daneben in Torrox Costa, was steht da als nächster Termin, zum Beispiel beim Nando an. Der hat zum Beispiel heute Abend seine Jam Session. Und wenn man auf das Plakat jeweils drauf drückt, dann wird es in größerer Darstellung angezeigt. Kann man dann besser lesen. Das gleiche passiert natürlich auch mit dem Plakat von der Gemeindeverwaltung. So, geht man wieder zurück auf die Startseite, ein Stückchen weiter runter. Da könnt ihr dann auch immer sehen, was aktuell von Sonja gerade aktualisiert eingegeben wurde oder von mir in Twitter. Noch ein bisschen weiter runter scrollen, dann kommt ihr auf die verschiedenen Bundesländer mit den Ortschaften. Und wenn ihr auf die jeweiligen Embleme der Portale von den Bundesländern klickt, dann kommt ihr auf die jeweilige Startseite des Bundeslandes. Nicht in Facebook, sondern eben für die User erreichbar, die nichts mit Facebook zu tun haben. Das gibt es doch ganz schön viele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf das Herkules-Portal klicke, das gibt es ja zum einen in Facebook und das Herkules-Portal gibt es auch im normalen Internet. Wenn man da draufklickt, kommt man auf diese Seite und da sieht man genau denselben Aufbau wie auch bei uns auf der Hauptstartseite. Da kann man auch Radio einschalten. Das ist kostenlos erreichbar. Dann kann man also übers Handy, kann man sich die ganze Sache angucken. Und auch in den jeweiligen Startzeiten ist natürlich immer wieder drin Torrox Costa erreichbar. Die verschiedenen Bereiche von Torrox Costa, auch Marbella zum Beispiel. Dann natürlich die jeweiligen Infos, die wir eingeben. Und das alles, ohne dass man sich irgendwo registrieren muss oder anmelden muss. Das sind Informationen, die wir automatisch an unsere User weitergeben. Man muss sich also nicht unbedingt registrieren. Man kann also als Gast in allen Bereichen herummachen. Es gibt bei uns nur ganz wenige Bereiche, für die man angemeldet sein sollte, aber nicht muss. Man kann als Gast, wie ihr seht, in vielen, vielen Bereichen ganz viele Informationen holen und das alleine schon nur über unsere Hauptseite. Müsst ihr euch mal vorstellen, ohne dass man sich anmelden muss. Und wenn man angemeldet ist, sieht man natürlich umso mehr. Ja, und das wollte ich euch einfach nur mal kurz im Video zeigen. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut zu sehen war und dass es einigermaßen verständlich rüberkommt. Das war hier mal so eine kleine Einführung, wie alleine unsere Hauptstartseite funktioniert. Und das ist ja nur ein kleiner Bereich von dem, was wir insgesamt machen. Ganz liebe Grüße an euch alle, euer Uwe.